Jo, meine lieben Freunde, ich begrüße euch zum Livestream. Das hier ist heute ein Livestream-Test. Wahrscheinlich habt ihr mich jetzt schon länger nicht so gehört. Und zwar ist das ein Livestream-Test über mehrere Plattformen. Über YouTube, über Twitch, über, ja, einfach mal gucken, wo was geht. Also der Stream wird auf mehrere Plattformen aufgeteilt. Und man sieht es dann auch im Chat, wer von welcher Plattform wie schreibt. Also man sieht es jetzt gerade hier, der Maurice schreibt, hallo, über YouTube. Da ist dann halt noch die Frage, wie groß das Delay ist. Das muss ich dann mal abwarten. Weil über das Dashboard zum Beispiel von YouTube sehe ich jetzt, dass da Zuschauer sind. Über das Dashboard von Restream sehe ich das leider noch nicht. Das verstehe ich nicht. Aber mal abwarten. Ich weiß halt nur nicht, wo kann ich das denn jetzt sehen? Wo, wie viele Leute dabei sind. Das weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Soll uns nicht stören. Heute soll es mit Hitman weitergehen. Und mich würde halt natürlich auch interessieren, wie da die Qualität ist und ob das überhaupt gut funktioniert und. Meine Stimme ist ein bisschen angekratzt, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also heute machen wir mit Hitman weiter, wie gesagt. Und ich glaube, ich werde mir das Dashboard nochmal so einzeln hinschieben, dass ich beide Dashboards habe. Dass ich einmal ein YouTube-Dashboard habe und einmal dieses Restream-Dashboard. Einfach nur, damit ich das sehen kann. So. Ja, wie gesagt, heute geht es mit Hitman endlich weiter. Und ich habe das schon gestartet. Ich muss nur kurz überlegen, wie das war. Damit das auch. Das hatte ja so Probleme beim Stream, dass es immer festhing. Muss ich gleich mal gucken, ob Bild kommt oder nicht. Nee, noch nicht. Tick, 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 tick. So. Ich gehe schon mal rein und gucke, ob gleich mal ein blödes Bild kommt. Wie gesagt, das dauert bei Hitman ein bisschen. Mucke ist schon da. Mauszeiger auch, aber das Bild an sich nicht, wenn ich das richtig sehe. Wie war denn das beim letzten Mal? Wie haben wir denn das hingekriegt? Einfach so zack, zack, zack und dann hier irgendwo hingeklickt und nee. Mein Gott, wenn ich noch wüsste, wie das ging, damit dieses Bild auch sofort da ist. Ah, da war es gerade. Scheiße. Es dauert einfach ein bisschen, dann taucht das auf. Naja, gut, ich kann ja auch einfach erstmal zurückgehen. Ah, da ist eine Maus. Die sieht man. Klicken wir hier drauf. Aber man sieht komischerweise nur so ein rotes Hintergrundbild. Aber ich kann ja einfach mal auswählen und gucken, ob was Good kommt. morning, 47. Nein, noch nicht. Warum sieht man die Scheiße nicht? Komm zurück. Geh ins verdammte Bild. Also, Code ist das doch. Warum sieht man das Bild nicht? Wie mein Tag heute so war, ja, der war gechillt. Heute ein bisschen ruhiger als die letzten 3 Tage. Man hört es an meiner Stimme, ja. Die wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wie haben wir denn das letzte Mal gemacht, dass das Bild sofort dann da war und hatte sich auf Hitman wieder eingeschossen? Oh, ich glaube, ich habe es einfach neu gestartet. Ich glaube, das ist das Einfachste, was man machen kann. Mach ich jetzt auch. Aktion, Spiel beenden, bestätigen und wir. Ah, oh, da war es. Fuck. Ach, leck mich doch am Arsch. Also heute war es echt relativ entspannt, aber dafür halt die letzten 3 Tage immer unterwegs gewesen, immer gefeiert, immer irgendwas gehabt. Und ja, dit war halt ein bisschen anstrengend. So, jetzt gucken wir mal, ob jetzt gleich das Bild reinkommt. Oh, Petroka ist das. Pedro Player. Was geht ab? Oh, Frau Purple über Twitch. Jetzt wird's krass. Die unterschiedlichen Plattformen rutschen zusammen, ja. Twitch, YouTube, alle zusammen. Ja, Frau Purple, der Test funktioniert. So, Eingabetaste. Heidi Ho. Das ist echt ganz krass. Bei meinem YouTube-Dashboard geht's gar nicht.
dass das da irgendwie die Zuschauerzahl steigt, während es jetzt bei diesem Restream, was ich jetzt halt heute das erste Mal benutze, nach oben geht. Es ist total krass. Hab gesehen, du bist alt geworden. Alter! Alter, ich bin noch nicht alt. So, also, fangen wir erstmal mit dem wichtigen Thema an, ja? Hitman. Wir haben nur noch eine Mission, dann ist dieses Spiel abgeschlossen. Und wir müssen nach Hokkaido. Ja, Alter, meine Stimme. Und müssen, weiß ich nicht, was wir machen müssen. Das werden die uns jetzt gleich sagen. Einsatzziele. Gucken wir es uns erstmal an. Good morning, 47. The board has sanctioned Eric Soders for termination. After Colorado, we did some digging into Soders' private affairs and discovered that he has been fast-tracked for critical heart surgery at the hyper-exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soders, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right-sided heart transplant and has clearly betrayed the ICA to get it. He was admitted last night and is currently being prepped for a 3-day surgery. We have booked you into Gama under the usual guise of Tobias Reaper, corporate shark, here for a standard medical checkup. As such, you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission. You also need to eliminate Yuki Yamazaki, a Tokyo lawyer who works for Providence. Soders has already given Yamazaki access to our client records and has agreed to provide a full list of active ICA operatives post-operation. This transaction cannot be allowed to happen. Soders must pay for his treachery, and his insidious employers must be taught a lesson. ICA's sovereignty is at stake. Powerful as Providence may be, we need to draw a line in the sand. I will leave you to prepare. So, also, ich darf Erich Soders und Yuki Yamazaki killen. Beliebige Verkleidung, beliebige Methode, das ist okay. Wir gehen kurz in die Planung, da werde ich wahrscheinlich gar nicht... ich darf keine Waffe mit mir führen, weil das halt eine Sicherheitszone ist. Ich komme nur selber als Patient rein. Kein Zubehör, kein gar nichts und ich habe halt eine nette Suite. Hier noch die Frage im Chat, wann kommt wieder ein Unboxing von mir? Also wenn es um Loot Rider Boxen geht, erstmal gar nicht, weil Loot Rider hat den Versand eingestellt. Das ist sehr, sehr traurig. Also mein Abonnement wurde sofort gekündigt und ja, die haben den Versand eingestellt und jetzt überlege ich, ob ich ein neues Abo abschließe bei Get Digital. Die machen das auch. Mein Chat läuft im Stream nicht mit. Oh, sag das nicht. Das ist ja bitter. Ja, das ist heute auch das erste Mal, dass ich das teste. Und ja, ich sehe das gerade. Der läuft da nicht hoch. Vielleicht einfach kurz warten, dass er sich aktualisiert. Vielleicht kommt es noch. Ich weiß es nicht. Welcome to Hokkaido 47. The Gama Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite outside the law if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theater, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soders is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. So, das Gute ist, wenn wir im Spiel sind, dann war es immer kein Problem, raus und rein zu kommen, um das zu aktualisieren. Wir steigen gleich aus. Aber irgendwie hat halt OBS Probleme mit Hitman, wenn ich halt rausgehe. Aber das geht jetzt trotzdem mal easy hier. Jetzt gucken wir uns mal den Chat an, warum das nicht funktioniert. Und wir aktualisieren den einfach mal. Refresh. Zack, boom, zack, boom. Und irgendwas kommt auf jeden Fall da rein, was ich gerade gesehen habe. Na, kommt es heute noch? Kommt es heute noch? Irgendeine Aktualisierung?
Also ich sehe euren Chat auf jeden Fall. Ich sehe, Ella schreibt zum Beispiel die ganze Zeit über Twitch. Ja, und die anderen halt über YouTube. Ich kann es halt nicht. Wie gesagt, das ist ja heute ein Teststream, wie das funktioniert mit diesem Restream, ja, dass es auf beiden Plattformen gleichermaßen kommt. So, jetzt zum Beispiel, da kommt der Neue gerade rein, dass das der Maurice heute Pokémon Mond durchgespielt hat. Einfach mal schreiben, Leute, damit wir das testen können, dass dieser Stream, dass dieser Chat sich aktualisiert. Ach so, scheiße, jetzt habe ich trotzdem noch was vergessen. Ach Mann, so eine Fuckkacke. So. Jetzt ist Ella auch bei YouTube. Sehr gut. So. Mal gucken, ist es da, ist es da, ist es da. So. Bild ist da. Wunderbar. Okay, hallo, wir stehen auf. Hallo, Mr. Reaper. As part of the service here at Gamma, your personal robe has been outfitted with a radio frequency identification chip. So. Information F1. So, jetzt können wir wieder gucken nach Gelegenheiten. Ich muss echt erstmal ein bisschen reinkommen. Was für Gelegenheiten haben wir denn? Behandlungsfehler, das verräterische Herz. Da wette ich, da kann ich irgendwie Gift reinspielen. Was haben wir hier? Heiße Quellen, Rauchen verboten oder Umstyling. Ich finde, das verräterische Herz klingt total gut. Das wollen wir mal verfolgen, das Ziel. So, da gucken wir mal. Da hinten müssen wir hin. 105 Meter in diese Richtung. Ich habe es jetzt länger nicht gespielt. Deswegen müsst ihr mir ein bisschen verzeihen, wenn ich hier wahrscheinlich wieder ein bisschen blöd rumdackel und keinen Plan habe von dem, was ich mache. Da muss ich erstmal reinkommen. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ja, schönen guten Tag hier. Oh. Have a great night, Mister. Hallo. Good evening. Und dann gucken wir erstmal, wie wir die Leute hier umlegen. Schreibt mal echt mal so ein paar Testnachrichten. Einfach nur mal, um zu sehen, ob der Chat mitläuft oder ob er einen Hänger hat. Haut mal voll was rein, Kinders. Haut mal voll was rein. Kann ich hier so rüberhüppen? Nein. Aber hier kann ich einfach aussteigen. So. Ist das sonst anders? Ja, der Chat läuft sonst ganz normal mit. So, aber wenn ich das jetzt schon wieder sehe, sehe ich, dass der Chat, sobald das Fenster voll ist, nicht weiterläuft. Und das ist fuck. Das heißt, daran muss ich wieder arbeiten. Ah, scheiße. Weil der Chat, wenn das Fenster voll ist, läuft dann nicht durch. Ach so, meine Verpeiltheit. Aha. Witzbold. Aber warum läuft der Chat dann nicht weiter durch? Ich muss noch mal kurz pausieren. Das ist eine gute Frage. Hier bleibt er auch komischerweise stehen. Ich gehe noch mal kurz auf den Desktop, Kinders. Ich muss mir das noch mal angucken. Wenn ich mir das hier angucke und wenn ich mir das hier angucke, woran liegt das? Ah, oh, da muss ich wieder... Weil nachdem ist das sonst anders, ging es ja nicht weiter. Aber es gab danach ja noch 5, 6 weitere Nachrichten. Da ist echt die Frage, woran... Woran hat es gelegen? Hinterher fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Uts. Tja, Kinders. Entweder kriege ich dann nicht mit, was über Twitch geschrieben wird. Shutdown Sauce. Ich könnte es nochmal so probieren. Dann wird es nochmal aktualisiert. Und ihr schreibt euch die Finger wund, ihr Süßen. So. Also, gehen wir nochmal wieder in Hitman. Und gucken, was abgeht. Was sehe ich denn da? Alex, könntest du eigentlich Super Mario Maker zocken und die Levels von deinen Abos zocken? Wäre geil, wenn du da ein LP machst. Boah, jetzt erstmal nicht. Erstmal kann ich auch nochmal ganz kurz, auch wenn wir jetzt gerade bei Hitman sind. Aber hier neben mir liegt seit vorgestern eine PlayStation 4 mit Horizon Zero Dawn. Und ja, daran werde ich mich jetzt erstmal machen und will dann auch mal so ein bisschen Konsolen-Let's Plays auch machen. Sei doch mal still, ich unterhalte mich gerade mit den Leuten. Meine Güte. Was haben wir denn hier?
Ich kann als Handwerker untertauchen, das ist auch toll. Komischerweise, also ich sehe den YouTube-Chat, Leute. Ich sehe den YouTube-Chat, da ist alles super. Bei dem anderen müssen wir abwarten. Aber komischerweise ist auch mein eigenes Fenster, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Das ist mir jetzt egal hier heute. Es ist ja ein Test. Hier, mein eigenes Fenster, man sieht es hier, ja. Das aktualisiert sich komischerweise auch nicht weiter. Das kann ich mal kurz schließen und öffne mir nochmal ein neues. Aber da gibt es auch eine Windows-App. Macht den Chat voll. So, und wenn ich mir da nämlich den Chat einfach organisiere, hier, launch, stop, dann sehe ich, ne, jetzt sieht er so aus wieder, weil er jetzt komplett geklärt ist, aber der läuft dann auch ab einem gewissen Punkt einfach nicht weiter. Das ist total frech. Ich kann ja auch einfach, haha, hier, Test, deine Mutter. Oh, Muida, deine Mutter. So, und dann mal, ne, guck mal, so sieht mein lustiges Aufnahmefenster auf. Test, macht den Chat voll. Seht ihr, da läuft das nicht weiter. Und in diesem Fenster sieht das nämlich so aus. Ah, ich kotz ab. Da läuft es ab dem Test nicht weiter. Da ist auch eine gewisse Beschneidung. Ich habe eine Idee. Aber das tut mir dann erstmal ein bisschen leid für die Leute von Twitch. Aber ich kann Folgendes machen. Machen wir das nochmal rüber. Aber es ist nett, dass ihr mir hier so wunderbar mit helft. Mal gucken. Oh, zack, da ist er. Haben wir ihn jetzt so bunt, ne? Habe ich ihn jetzt so... Ja. So. Dann ist der halt jetzt so. Achso, war jetzt... Komm nochmal, Vollbild. Ja, das letzte war auch drin. Dann ist jetzt leider erstmal nur der YouTube-Chat wieder da. Und beim... Ja, doch, jetzt funktioniert oder nicht? Ja, Test, alles ist da. Es ist super, dass ihr so viel schreibt, Kinders. Ich finde das echt klasse. Und wegen dem anderen Chat, da muss ich mir dann halt noch Gedanken machen, ja. Aber es sind jetzt sowieso gerade die Zuschauer bei YouTube und bei Twitch ist so gut wie tote Hose. Aber das ist halt, wie gesagt, ja auch ein Test-Livestream. So. Erstmal gucken, dass das Spiel sich wieder aufbaut. Zack, 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 zack. Ist da. So. Das heißt im Umkehrschluss, Kinders, wir machen jetzt hier erstmal ganz ruhig weiter. So. Und zwar, ich versuche jetzt erstmal irgendwo hinzukommen. Einer links und rechts. Alter, Leute. So, warte mal. Echt jetzt? Test. Zwei Fenster? Fragezeichen. Hast du auch von den anderen YouTubern... Nein, habe ich nicht. Was? Einer links und einer rechts. Ich habe hier gar nichts kaputt gemacht. So weit kommt es noch, dass ich hier irgendwas kaputt mache. Okay, hier kann ich irgendwelche Brückenlichter ausmachen. Das hilft mir aber auch nicht. Ich will da vorne rein. Was brauche ich dafür? Irgendwas? Oh nein. Oh nein, ein Überwachungskamera hat mich gefilmt. Wie komme ich denn da jetzt hin? Also entweder verkleide ich mich jetzt als so ein Gärtner oder irgendwas, oder... Mal gucken, was haben wir denn hier oben? Was haben wir denn hier? Hammer? Schraubendreher? Irgendwo muss ich so ein Gehilfenblatt machen. Das ist auch scheiße. Aber Chat läuft jetzt erstmal durch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube ja. So, wenn nicht, dann muss ich mir echt was Neues überlegen. Okay, also. Ich komme ganz aus dem Spiel, Leute. So, wir wollen ja hier dieses Herzding hier machen. Nicht mehr verfolgen. Aber leider steht noch nichts davon, wie ich jetzt da weiterkomme. Also muss ich mir was überlegen. Ich versuche jetzt einfach erstmal irgendwie hier so einen Security-Typen platt zu kriegen. Ah.
mir auch nicht. Es gibt relativ viel Security, was hier so rumrennt. Move on, people. Mal gucken, was da unten ist. Chat läuft, danke. Hier ist eine Toilette. Wer die Tussi ist, weiß man auch nicht. Was haben wir hier? Ah, hier, okay, ein Schrank. Hier kann man auf jeden Fall etwas machen. Waschbecken überfluten, also passt auf, machen wir folgendes. So, und jetzt verstecke ich mich hier. Ich lasse jetzt das Waschbecken überfluten. Und wie war das SDRG? Dann müsste irgendwann vielleicht mal jemand kommen. Ella, als du bei Twitch geguckt hast, lief der Stream denn flüssig oder hatte der Probleme? Das ist nämlich auch so eine Frage. Ich weiß noch nicht, wie sich das auf diese Portale aufteilt. Wenn man nämlich gleich zwei Portale ansteuert, ja, das ist halt bekackt. Ja, das jetzt spielt in Japan oder China. Nein, Japan, ne? Hokkaido? Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Sehe ich aus wie eine Google Maps Karte? Aber hier kommt keiner. Das interessiert irgendwie keinen, dass hier das Waschbecken überläuft. Aber interessiert das keinen. Aber da ist ein Security-Mann. Mal gucken. Da ist keiner drin. Toilette. Hier können wir auch mal das Waschbecken Mr. Jason Portman. Das bin ich nicht, ne? Please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. Wer ist das hier? A doctor will escort you to your appointment. Please proceed to the hospital entrance. Da draußen ist auch keiner. Kann ich den einfach so überrumpeln vielleicht? Please forgive me, sir. Kann ich nicht. Kann ich irgendwas mit dir machen, Horsty? Oh, that was disrespectful of me. I'm very sorry. Ey, tolle Wurst. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt überlegt, dass ich einfach hier irgendwie jemanden reinlocke. Aber hier kommt keiner. Ich kann hier keinen reinlocken. Was haben wir denn da hinten noch für eine... Ach, hier ist eine Kiste. Kann ich den irgendwie... Oh, Gelegenheiten wurden aktualisiert. Ist das jetzt die Gelegenheit, die ich die ganze Zeit verfolge? Ah, hier, das hier zum Beispiel ist... Umstyling ist vorbei, Gelegenheit verpasst. Das war wahrscheinlich das, was gerade aufgerufen wurde. Dass ich hätte wahrscheinlich mich als... irgendein Spacken... ne, da so reinflüchten können. Kann ich den hier nicht irgendwie einen verpoolen? Kann ich auch nicht. Ich kann den nicht einfach eine runterhauen. Inventar. Inventar ist leer. Ist doch alles zum Kotzen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe hier nichts zum Werfen. Ich habe keine Münzen. Ich bin total am Arsch. Hier kommt man angeblich auch nicht rein. Kann ich auch nicht hacken. Da kommt irgendeine Truller. Hier von hinten kann ich auch nichts geben. Das ist doch alles scheiße. Also, ich schaue mich jetzt erstmal um und gucke, was hier so abgeht in diesem Spa. Ja, ja, keiner will kranke Leute hier haben. Ich hier hingehe. Überwältigen. So. Jetzt hole ich mir die Verkleidung. Hier noch irgendwo einer? Nein. So, und jetzt nehme ich mir diesen Typen. Ziehen. Beseitigen. Weg mit dem. So. Den wird auch keiner so schnell finden. So. Wie war das mit Waffe wegstecken? Ah, okay. Ein paar kleinen VIP-Patienten. So, jetzt sind wir schon mal so ein Security-Heini. Jetzt müssen wir aber natürlich immer mal gucken. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da mal zu dieser anderen Stelle hinkommen. Oh, 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 Leichenhalle oder was? Oh, oh, oh.
Den könnten wir auch überrumpeln. Wer auch immer das ist. So, wen haben wir da? Pathologe verkleiden. Warum auch nicht? Wollen wir dem auch einfach zum Spaß das Genick brechen? Kostet ja nichts. Ziehen B. Und jetzt legen wir den hier ablegen. Ja, los, komm. Ich kann mich da drauf verstecken. Das ist ja auch Blödsinn. Hallo Rotkäppchen. Gibt es hier eine Kiste, wo ich die loswerden kann? So, der ist auch schon mal hin. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Erstmal das Hackebein nehmen. Kann man auch verstecken. Gibt es hier irgendwo Kisten, wo ich die loswerden kann. Das ist ja fies. Oh, das ist fies. Oh nein, ich kann sie hier nicht reinpacken. Schade. Schürhacken. Was haben wir hier? Okay, da gibt es einen Schrank, da werde ich die los. Alles klar. Kommt mal her hier. So. Hauptsache, hier kommt kein anderer. Ne, da sind noch welche. So, beseitigen. Erster ist weg. Was haben wir hier? Schraubenzieher kann ich mitnehmen. Auch mal so eine Frage an den Chat. Sagt ihr Schraubendreher oder Schraubenzieher? Bei Petroka. Warum heißt du eigentlich jetzt Petroka und nicht mehr Pedro? Ruckelt es leicht. Haben das Problem auch andere? Aber ich wüsste nicht wieso. Hier bei mir sieht es sauber aus. So. Da haben wir schon mal zwei Schraubenzieher, Leute. Da hinten sieht man schon mal die Leute, wo ich eigentlich hin müsste. Doc. Sorry, Doctor, you'll need to find another way through here. I can't grant you access. Ah, da darf ich nicht durch. Komm ich also nicht hin. The curator is bipolar as they come. He is the ideal test subject. Besides, if he had to go through proper channels. So, mal gucken, ob ich einfach irgendwie den hier. Pedro hat einen Kack-PC. Tja, Pedro. Läuft nicht so bei dir. Hier haben wir doch so einen Security-Typen. Verkleiden. Nehmen. Und was haben wir hier? Da können wir den reinziehen. Komm her. Ablegen. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal so ein Security-Heini. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Mal gucken. Waffe wegstecken. Aber ich teste ja noch. Ich teste gerade noch mich hier irgendwie ran. Ich weiß noch nicht so ganz genau. We are beefing up security at the moment, sir. So I'm afraid I can't let you through here. Da komme ich auch nicht durch. Ah, Mann, so eine Kacke. Ah. Über den Piloten möchtest du die Gelegenheit. Jetzt gucken wir uns das mal an. Intel from the hospital security system. The chief surgeon, Nicholas Laurent, seems to have frequent rendezvous with the helicopter pilot near the remote personnel exit. And rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. Hm. Also, als Pilot kann ich mich, wenn ich also jetzt einfach dem Piloten folge, kann ich zum Chefarzt.
Das heißt, ich sollte mich jetzt erstmal als Pilot verkleiden. Da gucken wir aber mal, dass wir eine gute Position finden. Hier zum Beispiel. Bewusstloser Zeuge. Achso, er, ja. Also wir verkleiden uns. Und wir schmeißen ihn jetzt raus. So. So. Hallo, ich will... Beseitigen. Und weg mit dem Piloten. Alex, wann spielst du mal wieder was mit Zuschauern? Ich würde gerne Rocket League spielen. Pff, du, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt treffen sie sich mit dem Chefchirurgen. So. Warten sie auf den Chefchirurgen. Und dann? Als Chefchirurg komme ich nämlich wahrscheinlich dann an den Typen. Also, was ich jetzt schon mal so vorwegnehmen kann, ne? Das Spiel ist jetzt bald durchgespielt. Es ist ein bisschen casual-lastiger als die anderen Teile. Ne? Weil durch diese Gelegenheiten kann man ganz, ganz viel, ja, also wirklich viel oder viele Wege finden, die man vorher mühsam erarbeiten musste. Ja, wahrscheinlich habe ich schon viel zu lange gebraucht. Wo ist denn der Chefchirurg? Kommt ja keiner. Ah, da ist er. Geht der jetzt da runter zu dem... Nils, I need another pill. Aha. The effect is waning. This way, Doc. I'll show you where my stash is. Hey, I get it. I'm not an errand boy. Lead the way. So, komm mit, Digga. Der andere geht gerade runter. Zum Lager. Wo ist denn das Lager angezeigt? My father flew helicopters. So. Ist hier das Lager? Ja. Aber wo bleibt er da? Here we are. Help yourself. Thanks, Nils. What? Stop suffocating that person! So. K.O. schlagen. Dem brechen wir das Knick, den finde ich doof. Ziehen. Zack. Da. Ist natürlich scheiße. Ich wusste nicht vorher, dass da einer drinnen sitzt, ne? Was soll denn der Blödsinn? So, jetzt kann ich mich verkleiden. So. Und jetzt ziehen wir den. Auch hier rein. So. Was haben wir noch hier? Medikamentenvorrat. Was? Den kann ich vergiften? Aber ich habe natürlich kein Gift. Die Waffe kann ich nehmen. Aber ist ein verbotenes Objekt. Was haben wir hier? Verkleiden? Nein, so. Und jetzt kann ich... Jetzt kann ich zu dem Heini hin, oder was? Oh fuck, da ist einer, der mich erkennen könnte. Ist ja blöd. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ja, fuck. Warum ist denn jetzt hier so ein Typ, der mich erkennen könnte? Das ist doch scheiße. Schnell dran vorbei. So. Take care, Doctor. So, und was könnte ich jetzt hier so machen? That is Eric Soders, former training director at the ICA. Regrettable. Let's see. All good. Information. Vertraulicher Patientenbericht Eric Soders. Der Patient Eric Soders leidet unter Situs Inversus.
einer anatomischen Besonderheit, die unseren Kurator Dr. Ito bei der Beschaffung eines passenden Spenderherzes vor erhebliche Probleme gestellt hat. Glücklicherweise wurde mittlerweile ein geeignetes Organ im Organlager von Gamma angeliefert. Dr. Nicholas Laurent wurde eingeflogen, um Kai oder KII bei der eigentlichen Transplantation des Herzens zu unterstützen. Mr. Sodas wird derzeit mittels einer revolutionären Stammzellentherapie von Dr. Laurent auf die Operation vorbereitet. Der Patient befindet sich bereits im OP und steht unter ständiger Überwachung durch KAI oder durch Kai, aber das ist halt groß geschrieben. Er ist auf lebenserhaltende Systeme angewiesen. So, Kai. Das Gamma-Krankenhaus wird teilweise von einer künstlichen Intelligenz namens KAI gesteuert. Diese ist für die Ausrufung von Patienten ebenso verantwortlich wie für komplexe chirurgische Eingriffe. Gamma ist eine topmoderne Einrichtung. Achso, das war doch das in dem Video am Anfang, diese künstliche Intelligenz-Scheiße, in der selbst die Türen außergewöhnlich sind. Da Kai eine winzige Funkidentifizierungschip in ihrer Kleidung erkennt, benötigen sie zum Öffnen von Türen keine Schlüssel. Elegant und effizient. So, der könnte mich erkennen, das ist blöd. Gehen wir mal hier rein. Operieren. A, D. Blut entnehmen. Herz, was? Injektion durchführen. Roboterarm aktivieren. E. E. Blut entnehmen. Oh, was habe ich denn da gemacht? Commencing fluid extraction procedure. So does down. To be honest, I'm not sure what to feel about this one. Well, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. So, wo ist denn noch der andere rote Bla? Ah, da hinten. So, dann gucken wir doch einfach mal. Bis jetzt hat mich ja noch keiner wahrgenommen. Schwein gehabt. Ich kann jetzt bei Adrenalin-Junkie bei einer Gelegenheit genutzt. Okay, die habe ich genutzt. Was haben wir denn hier? Heiße Quellen. Rauchen verboten, das machen wir. Wo sollte ich denn dafür am besten hin? Da vorne. Ich trinke genug. Ich trinke wirklich genug, Rotkäppchen. Alles gut, alles gut. Als Chefarzt habe ich relativ viele Freiheiten hier, ne? Ist ganz geil. Mal gucken. Aber hier steht sie nicht. Komm, darf ich hier einfach so raus? Neue Gelegenheit. Gelegenheit? She seems a bit, I don't know, untimely. Like she's not comfortable in her own skin? Yeah, you saw how she dropped her fags off the lift crossing the gorge. It's just nicotine cravings. Oh, yeah. Yeah, that was me 5 years ago. Glad I got that monkey off my back. Hey, we should get her a pack. Make a good impression. In a place like this, good luck. Suchen Sie im Zimmer des Texaners nach Zigaretten. Yuki Yamazaki dropped her cigarettes off the lift when arriving at the hospital. According to her bodyguards, this has put her on edge. Maybe you can help quench those cravings, 47. Cigarettes are contraband at Gamma, but surely not everyone follows the rules. Es hält sich nicht jeder an die Regeln. So, also der Texaner, den haben wir gerade schon gesehen. Das war in diesem lilanen Kimono der Typ, glaube ich. Rennen wir mal hier lang. Als Chefarzt darf ich doch sicher in solche Bereiche rein, oder? Nein!
Oh, was muss ich denn dafür sein? Da komme ich auch nicht rein. Doctor, how are you? Da ist der Texaner. Wahrscheinlich muss ich dann hier wieder so ein Security-Heini sein. Oh, fuck, Mann. Wo habe ich denn... That is Yuki da ist er. Yamazaki. Ich kann ja auch erstmal einfach gucken, was sie so macht. Yakuza and current operative for Providence. Okay, nein, die wird von zwei Leuten bewacht. Das ist Quatsch. Doctor, right this way. Oh, fuck. Gibt's hier einen Schrank? Ich sehe keinen Schrank, scheiße. Verkleiden. Kommt da schon einer? Nein. Los, schnell. Genick brechen. Zack. Ich will den ziehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Beseitigen. Erster ist weg. Hier liegen auch keine Zigaretten, ne? Genick brechen. Zack. Ziehen. Hallo, Mr. Hillbilly. Und beseitigen. Beide weg. Es tut mir echt leid für die beiden Jungs. Feuerlöscher könnte ich nehmen. Oh, hier. Uhuhu. Auch geil. Nehmen wir mit. Ist einfach witzig. Schieße ich einfach alles kaputt, was geht. So, ich muss... Was haben wir denn hier? Beweise zerstören. Natürlich. Ist ja keiner da. Aber noch etwas, was ich zerstören kann? Was haben wir hier? Als Sicherheitsmann des Resorts. Achso, das ist einfach so als Tarnung, alles klar. Und hier haben wir Handbuch. Das bringt mir natürlich Informationen über dieses künstliche System. Was war da gerade? Kann ich noch irgendwas deaktivieren? Die Waffe ist natürlich doof, dass sie da rumliegt. Was haben wir hier? Schrank kann ich nicht öffnen, ne? Fehlt mir. Ah, Schlossknacke. So, dann gucken wir mal. Never have too much security, am I right? Ja. Ist so. So, mal gucken, ob jetzt hier denn diese Tür aufgeht. Oh, fuck, warum denn nicht? Ich komme da immer noch nicht rein. Nee, Minecraft kostet um die 20 Euro. Ah, fuck, Mann. Als wäre oder was komme ich denn da rein? Never enough security. Auch nicht. Sind diese zwei Wachheinis noch da? Ja. Okay, ich könnte natürlich versuchen, so als... Was haben wir denn jetzt hier für Waffen? Lalalala. Ich wollte die eigentlich ganz schnell runterschubsen. Scheiße. Okay. Schubsen. Na komm. Seiting. Sweeping the area. Nothing yet. You heard anything from anybody else? Over. Hey, you! Den nächsten, den ich beseitigen muss. Da unten wird ein Riesenhaufen am Ende liegen.
So viele Waffen. So. Ich hoffe, jetzt kann ich da rein. Wir werden es gleich sehen. Oder ob noch mehr Leute sauer auf mich sind, was ich hier mache. Mal gucken. So, komme ich jetzt in diesen tollen Spa-Bereich? Ja, jetzt leck mich doch am Arsch. Wann komme ich denn da endlich mal rein? Ein Handbuch für KI. Die revolutionäre und Kronstadt-Technologie entwickelte KI der Klinik, die das Krankenhaus am Laufen hält, den OP-Roboter im Operationssaal steuert und Patienten im Falle eines Herzstillstands reanimiert. Das könnten die Dinge komplizieren. Die einzige Person mit Zugriff auf das Mainframe von KI ist allerdings der Krankenhausdirektor. Ja, das ist aber ganz toll. Ich will endlich jetzt hier das noch mit den Zigaretten hinkriegen, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Aber hier wird auch nicht gesagt, was ich dafür brauche. Hier darf ich rein. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Mhm. Koch. Vielleicht haben die aber auch Zigaretten hier. Aha. Aber als Koch, komme ich vielleicht als Koch da rein? Mal gucken. Kommt der hierher? So, einer hin und noch einer hin. Verkleiden wir uns. So, du kommst erstmal hier rein. Da ist die Kühltruhe. Beseitigen. Erstmal kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen die Leute. Er hat natürlich hier ein bisschen Blut gelassen, der arme Junge. Verkleiden. Und ziehen. Es ist ein bisschen viel Buchstaben in dem Blut da gerade gewesen. Jetzt muss ich natürlich gleich die Waffe loswerden. Mal gucken, ob ich als Koch da reinkomme. So, dich beseitige ich. So, verbotenes Objekt. Wie war das mit wegwerfen? Da, geh. Und dann habe ich die natürlich noch als verbotenes Objekt. So, ist beides weg. Ich bin safe. Jetzt gucken wir mal, ob ich als Koch da reinkomme. Weil das sieht ja ein bisschen aus wie so ein Restaurantbereich. Komm, sag jetzt, dass es passt. Okay, die Leute habe ich umsonst gekillt. Wie komme ich da rein? Sieht man das auf den Klamotten? Die haben ja alle unterschiedliche Klamotten. Jetzt guckt euch das hier mal an. Das ist so ein Bett mit einem Himmel. Ja, die haben ja so Zeichen drauf. Guck mal, da ist so ein Plus. Da ist so ein Pfeil. Der ja diese... Da sieht man das. Ah, fuck yeah. Okay, hier ist der Dings. Der Texaner. Ich folge einfach dem Texaner. Ich töte jetzt den Texaner. Mal gucken, wo der Texaner so hin will. Hi. Hi. Ja, yeah, hey. Der muss sich ja auch mal auf die Toilette oder sowas. Hallo, Moschee. Ach du Scheiße. Hey, stay safe. But one thing I do love about. Hi there, Chef. Hallo, Chef. Oh, der da hinten kennt mich natürlich wieder. Wer kennt mich jetzt schon wieder? Der da. Ja, hier kommen, gehen sie vorbei. Hey, watch it, this is Dave. Oh, wo sind wir denn hier? That's a little harsh, isn't it? A total ban? Da raucht jemand. Neue Gelegenheit. Was? Welche neue Gelegenheit? Still, it's not the chef's fault. What was a kitchen apprentice thinking, cutting out a fugu fish by himself unsupervised? It takes years of practice. Ach, die raucht eine E-Zigarette. Oh, da mach ich mit. So, und da ist schon wieder so ein kleiner Nazi-Kopf.
Dann wird gleich jemand hier aber richtig schön gebannt, sobald ich hier rauskomme. Lieber Herr Alex Reishoff, solche Sachen verbitte ich mir bei meinen Videos. Solche Leute werden einfach knallhart gebannt. Also, ich könnte hier die ganzen Sachen vergiften. Okay, das ist ja schon mal eine Sache. Aber gibt es hier irgendwo Rattengift? Bin ich auch nicht gesehen. Stand hier nirgendwo rum. Scheiße, Mann. Was haben wir denn da hinten noch? Hier ist nur ein Messer. Untertauchen als Koch. Küchenmesser nehmen. Oder habe ich hier in der Kammer was übersehen? Fisch schneiden. Tödlicher Kugelfisch. Puh. Schnell, lass mich rein hier. Gib mir das geile Messer. So. So. Ja, möchte ich benutzen. So, F1. Dieses Gift stammt vom Fugu-Fisch, auch Kugelfisch genannt. Der Genuss von Fugu kann tödlich sein, wenn er nicht von einem erfahrenen Sushi-Koch zubereitet wird. Er gilt als seltene Delikatesse in Japan. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe diese ganzen Köche jetzt gekillt. Die hätten das gebrauchen können. Dummerweise habe ich die jetzt gekillt. Das heißt, mit dem Fisch wird nicht mehr viel passieren. Das heißt, ich muss immer noch gucken, was ich mit dem Texaner mache. Jetzt kann ich das hier vergiften. Was war denn das, was ich vergiften sollte? Scheiße. Ach, ich vergifte einfach das hier. Ja. Da mal ein bisschen Gift drauf. Und mehr Gift habe ich nicht, oder kann ich mir... Was haben wir denn hier hinten? Ja. Doch, da ist doch was, da ist doch was. Was haben wir denn da? Rattengift. Brechmittel. Klar, komm, wir vergiften einfach alles hier. Ja, vergiften. Oh, Pedro, jetzt sag nicht, das war mal wieder so ein lustiger Gag von dir. Wenn ja, dann war der ziemlich unlustig und das war der Grund, warum du schon mal hier gebannt warst. Also sag ich dir gleich, lass so eine Scheiße. Wenn du das gewesen bist. Ich würde es dir sogar zutrauen, wegen dem Wegsein und wieder da sein. Das ist mega unlustig. Waschbecken können wir auch überfluten. Wir machen jetzt einfach gerade mal alles. Kann ich von dem scheiß Kugelfisch nicht noch mehr Gift nehmen? Nein. Dann mache ich jetzt hier einfach hier vorne auf und dann ist gut. Öffnen. Dann denken die, das Essen ist rum. Ich war weg, ich habe ihm... Ja, ich sag's ja nur, es ist sehr, sehr Zufall. Also, wenn, dann ist es ein großer Zufall, dass du jetzt wieder da bist. Und eben gerade halt dieser Spacken hier so Nazi-Kacke geschrieben hat. Expertenmodus aktivieren. Ein Körper wurde gefunden, das ist ja ärgerlich. Was haben wir denn hier noch für Klamotten? Alter, ich komme gerade echt nicht klar, Leute. Hier darf ich nicht rein. Medical Stuff, okay. Okay, also, diese ganze Sache... Oh, da hat das jemand gegessen und ist daran gestorben. Oh, das ist ungünstig. Oh, yeah, just barge on through, Jack. Ich bin jetzt mal durch hier. Sorry, but I don't know you. What are you up to? Stay here. It's a creep's problem anyway. Is he a friend of yours? Yeah. Hey, food smells great. Wo ist denn jetzt der scheiß Texaner? Da komme ich auch nicht rein. Oh Mann, ich weiß gerade nicht weiter. Oder ich war... Rennt da schon wieder die Troller? Da rennt schon wieder die Troller. Come on, man. No bloody chefs here. Move on. Chop, chop. Chop, chop. Ich auch nicht rein. Okay, also klar, ich könnte mich jetzt nochmal als dieser Security-Heini verkleiden und dann versuchen, da reinzukommen. Habe ich das unten gelassen oder ist das in der Küche? Was hatten wir hier?
Resort-Sicherheitsmann. Mal gucken. Hey, good to see you, man. Mag mich nicht rein. Ist der Texaner jetzt gerade da drinne? Nein, ist er nicht. Ja. Was haben wir hier? Oh, das sind so Sicherheitsflure, die dazwischen. Verdächtiges Verhalten. Oh, ich wurde gesehen. So, ich bin durch. Darf ich hier rein? Nein. Okay, sorry. Auch nicht. Also jetzt nochmal zurück zu der Küche. Hey, wo ist denn die scheiß Küche? War die nicht hier? Security is tight today, huh? Hier war die Küche. Oh, er hört nicht auf. Ich sehe ihn gerade. Schön. Hau rein und sperren. Und tschüss, Alex Reisow. So ein Blödsinn. Mag ich ja gar nicht. Oh, ist das Bild jetzt nicht wieder da? Doch, da ist es, oder? Nein. Einmal raus. Einmal wieder rein. So. Mal gucken. Ah, jetzt haben wir das wieder. Danke! Ah, doch, es geht. So. Ist hier nichts zum Umziehen? Wo sind denn hier die Klamotten? Verkleiden? Als Koch. Ne, da habe ich mich hier draußen umgezogen. Ja, da. Hoch. Nein, das hat er das gesehen. Oh, scheiße. So, komme ich jetzt hier rein? Mal gucken. Hey, Bro. Okay, ich bin drinne. Even with the added security, this is the most relaxing gig I've been on with Miss Yamazaki yet. Makes me miss the old days. Okay, sie ist gerade nicht da. Münzen. I prefer light to heavy, especially if heavy involves dissolving witnesses in acid baths. Was habe ich noch an Zeug? Tödlicher Nahkampf. Okay, wir versuchen es mal. Ich speichere hier. Ja. So, der erste ist weg. What the hell is that? So, der ist auch hin. Ziehen und beseitigen. Nee, ist noch nicht zu Ende, läuft doch noch. Die sind schon mal hin. Das heißt, ich muss auf gar nicht mehr so viele Security-Leute aufpassen. Jetzt haben wir hier natürlich noch Security, Security, Security. Ich kann den TV ausschalten. Ich kann... Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Was haben wir hier? Leere Schachtel austauschen. Ah, deswegen muss ich... Ah, alles klar. Einfach mal hinten drauf. So. An den kann ich nichts verpassen. Das ist doch totale Scheiße. Nehmen wir mal hier das Katana. Sir, you need to pick that up. Gucken, was die machen. What?
Machen die irgendwas? Der eine setzt sich wieder hin. Und der andere guckt, weil ich da die Waffe hingelegt habe. Ich raste aus. Oh, manchmal ist die KI aber auch echt ein bisschen blöd, ne? Okay, aber einer geht. Das ist doch schon mal gut. Und noch kommt kein neuer. Ziehen. Beseitigen. So. Nehmen. Wegstecken. Katana. Hat ja nichts gebracht, die Scheiße. Können wir eigentlich wieder hinpacken, ne? Ne. Ja. Wir haben immer noch keine richtige Zigarettenschachtel, aber wir sind in dem Gebiet, wo die Trulla kommt. Das ist schon mal von Vorteil. Getränkedose nehmen. Katana auf dem Rücken. Ist auch mal geil. Was haben wir hier noch? Wasserflasche. Information. Was habe ich jetzt? Yuki Yamazakis Flashlaufwerk enthält eine Liste mit Erich Sodas Erfolgen als ICA-Agent in den 1970er Jahren. Eines seiner Opfer war damals ein gewisser Dr. Roman Laurent, der Vater des Chefchirurgen Nicholas Laurent. Es ist nicht... Alex hat heute eine schlechte Verbindung. Echt? Es ist gerade am Stocken. Es tut mir leid, das ist vielleicht echt die Splittung auf die zwei Portale. Das könnte sich gleich wieder normalisieren, je nachdem, wie viel gerade ein Portal frisst. Es tut mir leid, ich sehe es nämlich auch gerade. Kleinen Moment. Einfach kurz warten, Leute, das normalisiert sich im Normalfall immer. Normalerweise. Ja, jetzt wird's wieder besser. Also, ich lese weiter vor. Ist es nicht eine merkwürdige Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet Dorrance unwissentlich versucht, dem Mörder seines Vaters das Leben zu retten, wenn der wüsste? Also jetzt, ne, wenn man dieses Laufwerk hat und ich würde das dem Chefchirurgen geben, dann hätte ich damit auch einiges mir erleichtert. Okay. Der eine kennt mich nicht, die anderen beiden schon. Also machen wir das jetzt... Ah, ohne Zigaretten kommt sie nicht raus. So. That's both targets down. Time to find an exit. Würde mich hier der Typ sehen? Ja. So, suchen Sie einen Ausgang. Das war jetzt ganz easy. Die sehen mich ja gerade nicht. Oh Gott, der erkennt mich aber. What was that? Yamazaki is down. What the hell are you up there? Yeah, you, fishy fella. Who are you? So, jetzt Vollgas. Bin zwar verdächtig, aber es reicht noch nicht, um mir das anzuhängen. Ich hau ab! Jetzt runter. Okay, der eine kennt mich, der andere nicht. Be careful out there. So you do not have clearance. Turn around right now. Verdammt. Ich bin so am Arsch gerade. Wie komme ich hier weg? Mit dem Helikopter. Ihr kennt mich nicht, ich bin cool. Mission verlassen. Okay, das war teilweise echt schäbig, oder? Aber das mit dem Chirurgen war ganz nice. Oh.
Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Ja, anscheinend war das jetzt erstmal die Hauptstory, oder bin ich blöd? Anscheinend ja. Was soll ich dazu sagen, ey? Das war jetzt so ein bisschen... Also, klar, wir haben jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Teil angerissen. Übrigens, der Stream müsste jetzt eigentlich wieder halbwegs vernünftig laufen. Warum es immer diese Interferenzen da gibt, weiß ich nicht. Tut mir leid. Man kann natürlich jede Mission auf 30, 40, 50 verschiedene Arten spielen, ne? Und dadurch wird dieses Spiel natürlich auch umso größer. Es wäre jetzt aber natürlich langweilig, wenn ich jetzt die Level nochmal und nochmal spielen würde und dabei probieren würde, halt andere Wege zu gehen. Ne, ihr könnt euch natürlich auch bei YouTube genug Wege angucken, wie, was, wo gemacht wird. Ne? Ich habe ja auch selber mal geguckt bei der allerersten Mission in Paris, weil ich es wissen wollte, was es da für unterschiedliche Wege gibt. Da gibt es Leute, die machen einfach... Ah, jetzt fängst du auch schon wieder an zu stottern. Ey, so eine Fuckscheiße. Na, ist ja auch egal. Wir sind ja auch jetzt im Endeffekt erstmal durch hier mit Hitman. Also auch wenn es jetzt ein bisschen stottert, das tut mir leid. Ich kann euch echt nicht erklären, warum es stottert. Ich sehe das aber selber hier gerade. Immer wieder springt es hoch, runter von der Qualität. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe echt keine Ahnung. Jetzt springe ich auch mal kurz. Habe ich vor kurzem gehört, dass es doch noch ein bisschen dauert mit der 100.000er Leitung, bis ich die überhaupt kriegen kann. Eigentlich habe ich ja gedacht, so ab August. Wie es aussieht, wird es leider erst November, also bis dahin. Aber dann habe ich mir auch halt gleich eine 100.000er gesichert mit 40.000, also einer 40.000er Leitung als Upload, ne? Damit es solche Scheiße hier nicht mehr gibt, ey. Das ist ja echt traurig bis zum geht nicht mehr, ey. Mein Gott. Verstehe ich echt nicht, warum das jetzt so springt. Der will dann auch teilweise bis zu 5000 Kilobits da auf einmal rauspowern. Er soll aber nur 3500 rauspowern. Ich verstehe es nicht. Na gut, okay, aber jetzt hier nochmal zurück zum Spiel. Also die Level an sich total nett. Ich finde es aber halt zu casual-mäßig, weil man ohne Probleme diese ganzen, also du kannst dir das so langsam erarbeiten, indem du immer diesen Glühbirnen folgst und guckst, welche möglichen Gelegenheiten es sich dir da so, also welche es gibt. Ja, und dann kannst du halt da die Leute platt machen. Ich habe relativ oft einfach die brutale Art gewählt und bin dann da doch noch gut weggekommen. Auch sehr auffällig meistens, aber wie ihr seht, für ein easy Durchspielen hat es gereicht. Ja, das war jetzt nicht so heftig. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwas kommt. Das warten wir jetzt noch mal kurz ab. Das ist immer so, wenn ich ein Spiel beendet habe, dass man wenigstens mal wartet, was noch kommt. Und falls jetzt nichts mehr kommen sollte, dann würde ich kurz Pause machen. Für, weiß ich nicht, 10 Minuten mal kurz pinkeln gehen und so weiter. Und dann würde ich, weil es ist ja noch Zeit, heute auf jeden Fall noch mal irgendein neues Spiel beginnen. Oder vielleicht sogar schon mal mit einem Konsolen-Let's Play beginnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht fange ich heute mal mit der PS4 hier an. Aber wir warten jetzt erst noch mal Hitman fertig ab. Ob noch irgendwas Besonderes kommt. Ach so, und der Maurice hatte gefragt, wie weit ich schon bin. Siehst du ja selber, ist jetzt gerade das Ende, wie es aussieht. Production Babies. Finde ich sowieso gut. Sind das irgendwelche Nutten, die dann durchs Studio rennen? Einfach nur, um die Leute so ein bisschen anzuheizen. Olivia, Mila, Matthew waren okay. Gibt halt auch Programmierer, die andersrum sind. Alter. Achso. Ja, danke. Weiter. So. Dit war's. Ich hab's ja die ganze Zeit nicht geschafft, in den Server reinzukommen. Beide sind eliminiert. So, Mission neu planen. Nein, zurück zum Menü. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Noch irgendwas hinzugekommen ist. Zielorte. Die haben wir auf jeden Fall durch. Story. Haben wir auch durch. Aufträge. Was heißt hier Auftrag erstellen? Sie sind im Offline-Modus, kann ich also nicht. Karriere, das sind die Herausforderungen, die mir auch nicht angezeigt werden, weil sich dieses Scheißspiel einfach nicht connectet. Ja, ich kann hier nochmal online gehen. Passiert nämlich nie was. Das ist aber gerade sehr, sehr witzig, weil auch mit dem Spiel Last Man Standing, ne, was ich ja sehr, sehr viel Let's Played habe, kann ich auch nicht mehr online gehen. Ist auch eine ganz, ganz merkwürdige Sache. Oh, Entschuldigung. Wenn ich dann aber zum Beispiel eine VPN erstelle, kann ich kurz online gehen, aber mich nicht einloggen. Also das ist so, müsste man bei Hitman eigentlich auch mal ausprobieren, ob mit einer VPN, ob ich hier dann online gehen kann. Also wenn ich eine amerikanische IP-Adresse habe, geht's bei Last Man Standing, dass ich auf einmal online bin. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht ins Spiel dann einloggen und ja, keine Ahnung. Von heute auf morgen ging es nicht mehr. Da gab es wohl ein Update. Ich habe das anscheinend nicht... Was? Verbunden? Das ging noch die ganze Zeit nicht. Wie geil ist das denn? Kriege ich jetzt meine ganzen Erfolge? Alter,
Das ging die ganze Zeit nicht. Und jetzt geht's auf einmal. Dann kann man Aufträge erstellen. Tutorial, Prolog, Showstopper. Das sind aber auch wieder die normalen Sachen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das jetzt auf einmal geht. Der ganze Online-Gedöns. Kann ich irgendwo sehen, was ich jetzt in meiner Karriere... Nee, in meiner Story... Ich hab's ja abgeschlossen. Kann ich irgendwo jetzt sehen, was ich für Erfolge habe? Es gab Patchnotes. Ich... Schwer zu fassendes Ziel, der Entertainer. Okay. Also, keine Ahnung, was das hier alles ist. Von der Community werden hier auch irgendwelche Sachen wohl gemacht. Ich habe keine Ahnung. Also anscheinend wird das Spiel jetzt auf einmal viel, viel größer. Aber, meine lieben Freunde, es soll es trotzdem gewesen sein. Das ist ja... Guckt euch das an, ich habe keinen Erfolg. Kein Punkt, kein gar nichts. So eine Scheiße. Geht mir voll auf den Sack jetzt gerade. Jetzt bin ich richtig stinkig. Schön, dass es jetzt geht, wo ich mit dem Spiel durch bin. Leck mich doch am Anus. Naja, meine lieben Freunde, ich hab's gesagt. Also, ich mache jetzt erstmal so kurz so 10 Minuten Pause. Und so 10:45, denke ich, werde ich einen neuen Livestream starten. Das war's mit Hitman. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, dass dann auch diese Scheißproblematiken raus sind mit dem ganzen Gelegge. Und ich starte einfach auch nochmal das Modem neu bis dahin. Ne? Also, wir sehen uns in 10 Minuten. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.